Heute geht es darum, wie man mit Kiwi eine Client-Server-Anwendung schreiben kann. Wir gehen mal davon aus, dass wir einen Taschenrechner programmiert haben, der auch schon addieren und subtrahieren kann. Und jetzt gibt es vielleicht Berechnungen, die zu schwierig für den eigenen kleinen PC sind und man diese Aufgabe auf einen Server delegieren möchte. Dazu ist es notwendig, dass zwischen dem Client PC und dem Server eine Verbindung aufgebaut wird, auf der Daten hin und her geschoben werden. Im Kiwi integriert ist eine solche Client-Server-Lösung. Das nennt sich Twisted, ist also eine Python-Bibliothek, mit der man solche Anwendungen schreiben kann. Twisted ist eine sehr starke Anwendung, mit der man auch ausgefeilte Sachen noch programmieren kann, und Twisted ist in Python integriert. Es gibt da entsprechende Webseite dazu. Es gibt dort auf dieser Webseite zwei Beispiele, die auch beschrieben sind und die sofort funktionieren, wenn man die runterlädt. Ich habe diese Beispiele mal hergenommen, habe die ein bisschen umformuliert, damit ich dann für das Tutorial hier Nutzen draus ziehen kann. Und wir fangen da jetzt einfach mal an damit. Und zwar geht es erstmal los, dass wir uns mal anschauen, wie das alles funktioniert. Ich mache mal jetzt da mehrere Fenster auf und sage, als erstes starte ich mal meinen Server. Das läuft jetzt auf meinem PC, und man könnte jetzt vorstellen, dass das jetzt auf einen leistungsfähigen größeren Rechner läuft. Und dann starte ich in einem weiteren Fenster meinen Klienten. So, und probiere das jetzt einfach mal aus. Das heißt, mein Klient, mein Rechner hat jetzt eine Aufgabe 3x4, die er selbst nicht senden kann, und die sendet er jetzt an den Server. Und der Server bekommt diese Frage, rechnet das Ergebnis aus, Antwort wäre 12, und schickt diese Antwort zurück an den Klienten. Und der Klient könnte jetzt hergehen und könnte sagen, es gibt noch eine Aufgabe zu rechnen, 12 durch 3, die ich selbst nicht kann. Ich sende die auch wieder, bekomme das ausgerechnet und schicke das zurück. Und jetzt könnte ich einfach mal rechnen 12 durch 5 und sende das. Und auch hier hätten wir mal den Fall, dass der Server das selbst nicht rausbekommt und gibt die entsprechende Antwort zurück. Das wäre jetzt erstmal so die Idee mit einem Client. Und wir gehen mal davon aus, dass jetzt, wenn das schon so ein Server ist, der viel kann, mal einen zweiten Client auch noch aufrufen könnte. So, und der kann also jetzt auch wieder eine Frage stellen und bekommt seine Antwort. Und da sehen wir jetzt, diese beiden Clients können also an den Server Fragen stellen. Die Antworten raus. Beide Clients arbeiten unabhängig voneinander, aber der Server bekommt alle Fragen, kann alle Fragen beantworten, kann sich eventuell auch Informationen von den verschiedenen Clients merken und den anderen zur Verfügung stellen, so wie das zum Beispiel beim Chat der Fall ist. So, das wäre also das lauffähige Programm, und wir wollen uns jetzt im Einzelnen mal anschauen, wie das aufgebaut ist. Zunächst mal die Oberfläche. Es ist einfach so, der Client besteht im Wesentlichen aus einem Label, in dem die Ausgaben hineingeschrieben werden, einen Text-Input, in dem ich die Aufgaben reinschreibe, und einen Button, mit dem ich eine Methode Sendefrage aufrufe. Die Methode Sendefrage schickt die Fragestellung an den Server, und der Server beantwortet die. Der Server war ganz einfach aufgebaut.
der hat quasi nur ein Label, in dem er protokolliert, was er gerade macht. So, wie sieht der Surfer jetzt aus? Surfer heruntergebrochen besteht im Wesentlichen darin, dass es eine Methode gibt, Data Received, die so aussieht, wenn er eine Anfrage bekommen hat, dann soll er diese Anfrage bearbeiten und er gibt uns zum Testen einfach mal aus, was war die Frage. Und er gibt uns aus, was diese Methode Bearbeiter-Anfrage ergeben hat. Das ist quasi die Antwort. Und diese Antwort, wenn die eben wirklich Sinn hat, wenn da was rausgekommen ist, wird die mit Transportfreit zurückgeschickt an den Client. Das ist das Kommunikationsprotokoll: Frage beantworten, Ergebnis zurückschicken. Und was muss der Surfer noch können? Er hat die Methode Bearbeiter-Anfrage. Und das sieht es einfach so aus, er bekommt die Frage als Zeichenkette, entfernt von dieser Frage am Ende irgendwelche Steuerzeichen, zum Beispiel Zeilenumbruch. Wenn er die Frage beantworten kann, gibt er die Antwort. Ich habe jetzt mal beispielhaft nur zwei Fragen realisiert, die der Surfer können soll, 3x4 und 12 durch 3. Und im anderen Fall sagt er einfach, ich kann diese Frage nicht beantworten. Er schreibt seine Informationen auf sein Label zurück, dass ich also sehen kann auf der Oberfläche vom Server, was hat er gerade gemacht, und gibt die Antwort zurück und sagt einfach bei der Antwort nächste Aufgabe und dann können wir was eingeben. So, zum Starten. Der Main-Server wird einfach als Anwendung gestartet und dann muss eine Verbindung aufgebaut werden über einen Port 5678. Das ist jetzt einfach willkürlich. Und dahin passiert auch noch irgendwas und dann wird die Anwendung wie gewohnt gestartet. Das Herzstück, wie gesagt, ist dieser Teil, der hier steht. So, ich starte also nochmal. Server und wir haben jetzt einfach nur sein Logbuch hier als Box auf dem Bildschirm. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass wir ein weiteres Terminal öffnen. Da stellen wir jetzt mal eine Verbindung her über Telnet. Und zwar 127.0.0.1. Das ist der Rechner 5678. Das ist die Portnummer. Und jetzt sind wir mit diesem Server verbunden. Und jetzt können wir den einfach mal eine Frage stellen. 3x4. Gehen wir ein. Und jetzt wird über diese Telnet-Verbindung. Telnet ist jetzt unser Client, wird diese 3x4 als Aufgabe rübergeschickt zum Server. Der Server sagt, die Antwort ist 12, schickt diese Antwort zurück und sagt, die nächste Aufgabe, bitte 12 durch 3, machen wir das auch nochmal, wird geschickt, Antwort folgt zurück und die nächste Aufgabe geben wir ihm was er nicht rechnen kann, 100 mal 10. Und da sagt er, er kann das nicht beantworten. Das Schöne ist, dass ich jetzt hier, ohne dass ich was programmieren muss, mit Telnet allein den Server testen kann. Telnet baut die Verbindung auf. Aufruf ist durch Angabe der IP-Adresse des Zielrechners und die Portnummer, auf dem der Server läuft. Und Telnet schickt also mit jeder Eingabe was rüber zum Server. Und der Server schickt die Antwort zurück zum Telnet und Telnet stellt das alles wieder dar. So, dann, wenn ich jetzt den Server hier schließe, dann wird Telnet automatisch geschlossen. Gut. Ich starte den jetzt ein zweites Mal und wir schauen uns dann mal den Client an. Wie sieht es beim Client aus? Da ist auch wieder einiges notwendig.
notwendig, was man nur einmal eingeben muss. Verbindungsaufbau zum Server muss hergestellt werden. Und dann haben wir eine Methode Sendefrage und eine Methode Zeigeantwort. Beide Methoden gehören zur Anwendung, meine Client-Anwendung, und die werden dann einfach aufgerufen. Und zwar ist es so, der Client wird als App gestartet. Als nächstes verbindet er sich mit dem Server und dann läuft die Anwendung. Und wie funktioniert das alles? Mein Client KV. Wir sehen jetzt einfach mal hier auf dem Button Senden gibt es jetzt den Aufruf Sende Frage. Und diese Methode Sende Frage, die gibt dann letzten Endes auch die Antwort sofort wieder zurück. Und zwar ist es so, in diesem Übergabeprotokoll wird Folgendes gemacht: Wenn Daten empfangen werden, dann wird die Methode Zeigerantwort aufgerufen. Alles andere macht schon Twister und die entsprechenden Kiwi-Bibliotheken für uns. Und das ist eigentlich schon alles. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Client aufrufe, mein Client heißt es, dann sehen wir das alles nochmal live hier. Also hier ist quasi der Term, der geschickt wird. Senden schafft die Daten rüber zum Server. Der Server rechnet aus, gibt die Daten zurück. Und wenn Daten empfangen werden, werden diese Daten hier oben in das Ausgabefenster eingeblendet.